Herr Pitte, Sie haben auch Grundbesitz und Abschreibung. Was ist denn heute noch drin? Was macht noch Sinn? Anstellungsnahe Erhaltungsaufwand, so die Stichworte, so, wie Sie sagen, was macht noch Sinn? Ja, vielleicht fangen wir erstmal an, was der Gesetzgeber uns vielleicht 2013 gebracht hat. Ist im Grunde genommen nicht viel Neues. Er hat die sogenannten Red-Blocker-Strukturen hat er auch sozusagen aufgelöst. Red heißt Real Estate Transfer Tax Blocker. Da konnte, also da geht es im Prinzip, da geht es um die Grunderwerbsteuer. Und da konnten Immobilien GmbHs transferiert werden. Und der Erwerber hatte die Möglichkeit, obwohl er direkt nur 94,9% der Anteile erworben hatte, konnte er über einen Umweg, über eine Personengesellschaft letztlich 99,95% transferieren bzw. erwerben. Ja, und das war dem Gesetzgeber ein Dorn im Auge. Ja, das ging nicht so nicht. War ja auch eine komfortable Situation. Man hat nahezu 100% der Anteile übertragen und hat letztlich keine Grunderwerbsteuer gezahlt. Aber wenn ich da gleich einhake, die Übertragung grunderwerbsteuerfrei einer GmbH, die man nicht voll besitzt, also mit 94%, das ist noch möglich. Das ist noch möglich, genau. Also 94,9% können übertragen werden. Ja, dann fällt keine Grunderwerbsteuer an. An der Stelle muss man für sich selber sowieso prüfen, wenn ich eine Immobilie transferiere, wie mache ich es am besten? Ja, ich kann ja das Objekt direkt verkaufen, dann habe ich eben die Grunderwerbsteuerersparnis nicht. Ich kann aber die Immobilie in eine GmbH einbringen. Ja, und kann eben dann die Anteile verkaufen. Und das eben dann eben mit 94,9%. Und das Einbringen wäre auch grunderwerbsteuerfrei, nicht die Einbringen? Beziehungsweise die GmbH kauft dann einfach. Wenn die kauft, dann fällt der Grunderwerbsteuer. Ja gut, aber irgendwie muss die Immobilie ja mal rein. Irgendwo muss sie rein, weil es gibt durch die Wohnumwandlung rein. Natürlich, ja. Aber wenn ich sie halt dann weiterverkaufen will, das kann ja unter Umständen ein Grund sein, ja. Wie gesagt, aber das muss dann jeder für sich selber entscheiden, ob er einen möglichen lästigen Mitgesellschafter mitduldet in seiner GmbH. Ja, das muss man natürlich selber erstmal wissen. Ja. Und es muss natürlich auch immer passen, denn aus Veräußererseite und Erwerberseite sind natürlich verschiedene steuerliche Aspekte zu beachten. Ja. Und da geht es um Abschreibungen und sonstige Dinge, die möglicherweise, also nicht möglicherweise beim Anteilsverkauf, habe ich ja keine Abschreibung als Käufer, aber vielleicht passt das gerade gut in mein Portfolio. Das weiß man so an der Stelle nicht. Weitere Änderungen, also was Sie auch eben ansprachen, anschaffungsnahe Aufwendungen, Herstellungskosten, Anschaffungskosten, sind eigentlich nicht zu verzeichnen. Ist das Gelebte, was wir im Prinzip seit 2004, 2005 im Prinzip schon haben. So. Das Wesentliche ist ja, nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen, wenn ich nichts weiter damit mache, dann kann ich also im privaten Besitz gehaltene Immobilien... Exakt, das ist also das, was der Spekulationsgewinn, ja, der dann eben entstehen könnte, hoffentlich, der wäre dann eben steuerfrei nach 10 Jahren. Da hat sich auch nichts dran getan, ja, also insofern leben wir es eigentlich noch ganz gut, zumindest im Jahr 2013 haben wir kaum Veränderungen. Jetzt habe ich aber auch natürlich einige Kunden, die haben also gekauft, wollten nach 10 Jahren verkaufen. Das hat sich aber gezeigt, dass man es besser teilt in 2, 3 Objekte und, um die dann einzeln zu verkaufen. Das ist dann schon wieder, das Teilen wird dann schon wieder schwierig. Ne? Da gibt es ja auch ein paar Urteile zu. Da gibt es ein paar Urteile zu. Da könnte man auch ganz schnell in den gewerblichen Grundstückhandel kommen, ja, der dann eben wieder voll steuerpflichtig wird. Der gewerbliche Grundstückshandel, das ist ja auch gefestigte Rechtsprechung. Wenn man innerhalb von 5 Jahren 3 Objekte verkauft, geht das in die Richtung gewerblicher Grundstückshandel. Es gibt Ausnahmen zu dem Thema, muss man im Einzelfall prüfen. Auch Ausnahmen zu dem Thema, es können auch durchaus mal 2 Objekte ausreichend sein. Ja, je nachdem, wie man eben am Markt auftritt, ist das eine Gewerblichkeit oder eben nicht. Und damit eben dann auch vollsteuerfähig. Und das auch, obwohl man 10 Jahre hat? Und das auch, obwohl man 10 Jahre hat, natürlich. Also wir wissen ja auch aus der Praxis heraus, wenn jemand also eine Aufteilung vornimmt im Wohnungseigentum, hat ein Mehrfamilienhaus gekauft und verkauft das ist ja in der Regel dann sowieso steuerfrei.
steuerpflichtig, weil schon durch das Handeln des Aufteilens genau. die Gewerblichkeit eigentlich gegeben ist. Genau. Genau. Gut, im Einzelfall muss man das entsprechend abgrenzen, aber bleibt nach wie vor eine interessante Frage. Genau. Gerade weil wir auch jetzt 5% Grunderwerbsteuer haben, sind wir auch hergegangen und haben GmbHs gegründet, um dann eben mittels GmbH zu kaufen und das dann eben auch wieder an Kunden weiterzugeben, um mögliche Einkaufsvorteile auch weiterzugeben, aber nicht zweimal die 5% Grunderwerbsteuer drin zu haben, das macht dann den Vorteil auch wieder unsinnig. Ne? Wie gesagt, diesen Vorteil, genau, da muss man natürlich abwägen dann halt, der Kunde, der es dann kauft, hat dann, wie gesagt, kein Abschreibungsvolumen, ja, und so weiter und so weiter. Muss dann in der GmbH, muss Körperschaftssteuer bezahlen. Gut, über die erweiterte Gewerbesteuerkürzung wird die Gewerbesteuer rausfallen, das wird so sein. Ja, aber letztlich hat er dann eine GmbH und hat auch alle Verpflichtungen, die eben ein GmbH-Geschäftsführer dann eben letztlich eben hat. Ja, und wenn man das will, gut, aber das muss man halt dann eben entscheiden. Jetzt weiß ich auch, dass Sie ja auch Immobilien mit Ihrem Partner in der GbR zusammen haben. Ja. Jetzt kann man ja eine GbR auch wandeln, eine GbR mit beschränkter Haftung und die kann man auch noch wandeln, vielleicht dann in eine GmbH, also nur mit Rechtsformwandlung. Ist das noch grunderwerbsteuerfrei? Ist das noch übertragungsfrei? Das wäre in dem Fall übertragungsfrei, weil die Gesellschaft, es findet ja kein Gesellschafterwechsel statt. Kein Gesellschafterwechsel. Ja, und dadurch, und das will der Gesetzgeber auch, das ist auch so gewollt, ja, dass sobald kein Rechtsträger, kein Gesellschafterwechsel stattfindet, eine Grunderwerbsteuerfreiheit eben vorhanden ist. Ja, ist ja auch richtig eigentlich. Es tut sich ja nichts. Es ist ja nur das Rechtskleid, was sich verändert und mehr ist es ja nicht. Ja. Aber wichtig für die Übertragung. Ne? Wichtig für die Übertragung, ganz genau. Also wir sind eigentlich sehr, sehr zufrieden in unserer GbR. Ja, und ich hätte jetzt auch tatsächlich in der Tat keinen Grund, ja, in irgendeine GmbR und Co. KG oder sonst irgendetwas andere Rechtsform zu wandeln. Ja, weil ich sehe insofern eigentlich keine Risiken in einer GbR, in einer Immobilien-GbR. Ja, insofern muss man das nicht absichern, aus meiner Sicht. Ich meine es auch nicht von der Absicherungsseite her, ich meine es aber auch von der anderen Seite her, also dass gerade auch wegen der Übertragung von Vermögen an Kinder oder dergleichen Erbfälle, ja, da gibt es ja diese Spardosen-GmbH. Mhm. Also wenn ich Vermögen an die Kinder übertrage, schlägt ja gleich der Fiskus richtig zu. Wenn ich also mit diesem Geld Immobilien kaufe innerhalb einer GmbH und dann diese GmbH übertrage, dann ist das fast steuerfrei, weil dann wieder die Immobilie anders bewertet wird. Das ist richtig. Ja. Und das, der geflügelte Begriff Spardosen GmbH sagt man ja dazu, um dann eben auch Grunderwerbsteuer und letztendlich natürlich auch in dem Fall Schenkungssteuer oder Erbschaftssteuer zu sparen. In dem Fall wäre das sicherlich ein Gestaltungsgedanke, den man auf jeden Fall mal durchgehen müsste, durchprüfen müsste. Ja. Ja, also Sie sehen, es bleibt interessant und es gibt sicherlich auch noch viele Fragen, aber ich mache einfach mal weiter in der Runde.